Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Ja, lehnt euch mal ein bisschen zurück, das ist jetzt hier nämlich eine total optionale und wahrscheinlich auch verhältnismäßig bitte in Anführungsstriche setzen, unspektakuläre Folge, denn ich werde wie angekündigt jetzt erneut in die geheime Höhle ja quasi reingehen und mal schauen, dass wir hier noch ein paar mehr Level-Ups mitnehmen können. Hintergrund der ganzen Geschichte, und ich werde euch gleich mal zeigen, was ich hier im Inventar bzw. in der Aufstellung so geändert habe, ist, dass wir dort unglaublich gut und perfekt farmen können und bereits in der letzten Folge bzw. in den letzten zwei Folgen erstaunlich viele Fortschritte erzielen konnten. Und ich habe jetzt Tolten mal in die Mannschaft mit reingenommen, habe dafür Seth mit rausgepackt, weil Seth momentan schon alle, sie kann, obwohl, wartet mal, ich bin gerade am Überlegen, ob das wirklich so sinnvoll war, weil Seth hat jetzt schon alle Accessoire-Skills gelernt und kann jetzt momentan von den Items nichts mehr übernehmen. Ich wollte aber eigentlich, wann hatten wir denn das Max-Level erreicht? War das bei 48? Ich weiß nicht mehr. Ich werde Tolten jetzt erstmal drin behalten. Wir haben nämlich auch bei Seth jetzt in den letzten zwei Folgen verdammt viel Neues gelernt und Neues Skills und hast du nicht gesehen, und ich glaube, es gibt im ganzen Spiel keinen besseren Ort als diesen hier, um das Thema weiter voranzubringen. Ich habe Tolten übrigens den Lotusring mit auf den Weg gegeben, also den Seth vorher getragen hat, der diesen Maschinenkiller Effektstufe 2 mit drauf hat und Schaden hoch Stufe 2 irgendwie so. Ich weiß nicht, ob die Formulierung jetzt die richtige war, und ja, wir gucken einfach mal, wie wir damit zurechtkommen, damit es kein natürlich an der Front jetzt total alleine und muss gucken, ja, wie er das alles so hinbekommt, aber wir machen das schon irgendwie. Ich bin da guter Dinge. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich beim letzten Mal hier gezaubert habe. Ich lasse euch jetzt anfangs für die Kämpfe noch mit drin, auch damit ihr so ein bisschen mitschauen könnt, wie Tolten sich hier so schlägt. Guck mal, Gorgonenmaske, nachdem wir nur gut hatten bei diesem C-Ring-Menü. Ja, ich hatte das beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen schon angedeutet. Also Tolten macht auf jeden Fall außerordentlich hohen Schaden. Ich hätte jetzt mit weitaus weniger gerechnet. Also klar, da hat der Ring wahrscheinlich auch so sein Übriges getan. Aber nö, ich bin da guter Dinge, dass wir jetzt hier relativ gut und schnell vorankommen. Was mich vorhin ein bisschen gewundert hat, als ich in den Menüs wieder so ein bisschen unterwegs gewesen bin, das ist die Tatsache, dass Seth nicht mit Dusas Kopf ausgerüstet hatte. Also wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, ziemliches Glück, dass er zu keinem Zeitpunkt irgendwie versteinert wurde. Weil alle anderen, also von unseren Unsterblichen, die haben ja diese Anti-Versteinerung als Skill mit drin. Das können wir ja bei den Sterblichen nicht ausrüsten, also außer eben in Form des Items. Und ja, ich habe das jetzt einfach mal Tolten gegeben. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwie nur vergessen, dass Seth diesen Effekt auch... Oh, jetzt habe ich gerade das Zielring-Menü vergessen und trotzdem noch ein Perfekt rausgeholt. Ja, also Ziel des Ganzen soll es sein, dass wir in diesem Part mit den Sterblichen vielleicht so irgendwo zwischen 45 und 50 landen in Sachen Level, und dass wir vielleicht auch schon den Punkt erreichen, dass jeder schon alles lernt, was er so lernen kann an neuen Skills, damit wir dann später, wenn wir mit dem richtigen Spiel weitermachen, auch frei darüber entscheiden können, ja, mit welchen, also wen wir was von wem lernen lassen möchten, und hast du nicht gesehen. Tolten hat Absorptionsschutz erlernt. Das ist zum Beispiel auch neu, klingt aber auf den ersten Blick jetzt nicht so mega, mega wichtig für uns. Also so viele Gegner hatten wir bisher noch nicht, die irgendwie irgendwas absorbieren wollten von uns. So, ich werde jetzt hier einfach mal wieder so ein bisschen nach Lust und Laune und so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt ja, hier die neuen Items verteilen. Ja, die ganzen Wege jetzt hier, wo ich rumlaufe, um mich in irgendwelche Zufallskämpfe rein zu manövrieren, die werde ich jetzt auch ausschneiden. Also am interessantesten soll wirklich jetzt sein,
wer wann welchen Skill neu erlernt. Ich habe übrigens vorhin ganz vergessen nachzugucken, ob wir bei der Fähigkeitenverknüpfung alles richtig gemacht haben. Aber die müssten eigentlich, ich glaube, die lernen momentan alle noch diese doppelte Erfahrung. Oh, guck mal, ey, wenn man vom Teufel spricht. Ey, kaum merke ich das mal an, dass wir bisher dahingehend so Glück gehabt haben. Da wird er auch direkt schon versteinert. Das ist natürlich extrem uncool. Aber ist in dem Falle nicht so tragisch. Also nicht so tragisch wie damals, als wir das erste Mal gegen diese Gegner hier gekämpft haben. Wo ich irgendwie, glaube ich, bei nur einer Person oder so diese Anti-Versteinerung drin hatte. Also das war schon ganz schön. Das war schon ganz schön ätzend und auch teilweise sehr überraschend. So, ich weiß eigentlich immer noch nicht, wie viel Energie wir eigentlich haben. Ich habe da irgendwie nie drauf geachtet. Aber Lufter und... Achso, die zaubern gar nicht. Ah doch, wir haben die jetzt beide auf den gleichen gezaubert. Habe ich irgendwie nicht erkannt. 1640. Okay, das ist eigentlich gar nicht so viel. So, wie machen wir das jetzt am besten? Eigentlich müsste Tolten dafür sorgen, dass wir Seth wieder zurückbekommen. Und zwar mit einem Steindorn. Auch hier müsste ich demnächst mal wieder ein paar Vorräte einkaufen, weil wir sind damit nicht mehr allzu gut ausgestattet. Es gab noch irgendwie was anderes, was wovon wir nicht so viel haben. War das? Kann es sein, dass das dieses Minzpulver war? Das, was wir im letzten Part gegen diesen in Anführungsstrichen Boss zum Einsatz bringen mussten, was die Leute zum Aufwecken bringt, die dann eingeschlafen sind? Keine Ahnung, aber wir werden, glaube ich, soweit wir hier draußen sind, auch einiges an an Geld noch mit reinbringen. Und da bin ich auch total gespannt, in welche Richtung das dann gehen wird. Also beziehungsweise in welche Richtung dahingehend, dass ich für mich überlegen muss, wofür ich das letzten Endes ausgebe. Und bei mir steht momentan irgendwie am höchsten im Kurs der Laden in Goza. Vielleicht erinnert ihr euch daran noch, aber wir sind da zuletzt einkaufen gewesen und hatten viel zu wenig Geld für viel zu viele Sachen, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Es war gerade echt ärgerlich, dass mir da jetzt kein perfekt gelungen ist. Aber wir müssen das jetzt trotzdem in dieser Runde schaffen, denn jetzt müssen die beiden Magiergrazien das hier... Achso, das eine reicht schon. Ich dachte, wir fangen jetzt hier bei dem komplett bei Null an. Aber das hat doch außerordentlich gut funktioniert. Und wir werden diesen Part wahrscheinlich auch so abschließen. Und guck mal, die Grenze, die Levelgrenze ist bei Stufe 49 erreicht, ne? Weil Ming hat jetzt momentan überhaupt Schwierigkeiten, weiter voranzukommen. Also die braucht jetzt schon ein paar Runden. So, Keim und Sarah... Ich weiß, warum das mit der Fähigkeitenverknüpfung jetzt erstmal unerheblich ist für uns, weil wir hatten ja, oder ich hatte beim letzten Mal ja, guck mal, er ist auch fertig. Ich hatte ja alle auf diese doppelte Erfahrung angesetzt, damit die alle auch gleichzeitig dann das entsprechende Upgrade bekommen. So, jetzt wird das interessant, weil Keim könnte ich jetzt theoretisch rausnehmen. Der ist bei Stufe 48. Aber wir wollen ja von den anderen auch ein bisschen lernen. Ah, das Problem ist, ich will aber natürlich auch... Ah, da habe ich mir jetzt mit Seth auch was verbaut. Ich will natürlich auch, dass die von den Sterblichen ein bisschen was mitnehmen können, ne? Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig werden. Eigentlich müsste ich Seth jetzt mit rausnehmen. Aber dann können die von dem diese doppelte Erfahrung nicht mehr lernen. Das ist irgendwie ein bisschen tricky. Aber meine ursprüngliche Idee ist ja gewesen, deswegen nehme ich ihn jetzt auch raus, dass wir die ganzen Skills von den Leuten lernen. Also bis Level 48, 49 möchte ich die Sterblichen schon ganz gerne... ganz gerne aufgelevelt wissen. Das heißt, wir machen jetzt an dieser Stelle mal mit Cook weiter. Einfach so. Obwohl sie jetzt natürlich nicht so der Damage-Dealer ist für uns, aber dann haben wir sie dann schon mal weg. Lass mich mal kurz überlegen. Das heißt, die Fähigkeitenverknüpfung, die muss ich jetzt auch nochmal umdisponieren. Und wir können mal gucken, bei Tolten gab es, glaube ich, ein paar ganz gute Sachen. Fügt einem Feind auf der Basis? Nee. Hartnäckigkeit. Hier, das ist doch in einem Kampf schon erledigt. Das können wir doch direkt mal nehmen. Das wäre nämlich ganz gut, auch langfristig gesehen, wenn das sowieso jeder könnte. Der Schaden betrifft die MP statt der TP, wenn die TP niedrig sind.
Okay, ist eigentlich auch nicht so schlecht. Die Verteidigung wird stärker. Ist ja interessant. Ich wusste gar nicht mehr, dass der hier so viel interessantes Zeug mit sich führt. Aber Hartnäckigkeit wird erstmal ja auch so aus taktischer Hinsicht das Wichtigste sein. Warte mal, eine Sache will ich hier noch kurz anpassen. Ja, wir werden uns auch in dieser Folge viel im Menü aufhalten. Das lässt sich nun mal nicht ändern bei dem Ziel, welches ich mit dieser Folge verfolge, letzten Endes. So, sie kann ein bisschen klauen und sie kann gerne auch das hier bekommen, diesen Wissensohrring. Den werden wir ihr eventuell auch wieder wegnehmen müssen, falls irgendjemand von unseren ja, Unsterblichen dieses Item noch benötigt. Ich weiß gar nicht, ob alle dieses Schwarz-Weiß-Magie-Stufe 6 Zeug schon haben. Boah, hat das gerade lange gedauert, um diesen Kampf hier zu triggern. Meine Güte, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Hätte ich auch vorher machen können, aber ich konnte mit einer Hand jetzt meine Flasche nicht aufdrehen. So. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei Coop wird es ausreichen, wenn wir uns einen Kampf zusammen angucken. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass Tolten außerordentlich guten Schaden macht. Das heißt, da brauchen wir es erstmal soweit nicht zu kompensieren. Ja, bei ihr ist natürlich das Blöde. Ich würde schon ganz gerne mit ihr klauen und das hat jetzt auch erstmal höhere Priorität für mich. Da wird sie aber halt nicht den Schaden austeilen, den ich mir gleichzeitig wünschen würde. Ne? Also da fehlt dann Seth einfach mal so ein kleines bisschen. Muss ich einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben. Oder muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, hier mal perfekt hinzubekommen. Das dürfte ja wohl nicht so schwierig sein. Eigentlich ist ja die Routine jetzt ausreichend vorhanden. Hat aber eh ausgereicht. Also selbst wenn ich das jetzt verkackt hätte bei Tolten, hätten wir den Gegner umgenietet, weil Keim mit einem Schlag fast schon ja, den Gegner im Alleingang umnietet. Seth hat das komischerweise geschafft, als sie noch im Team mit drin war. Vielleicht hängt das auch mit den unterschiedlichen Leveln zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie ist da ein kleines Stück weiter als Keim, weil wir auf Keim eine Zeit lang verzichten mussten, ne? Wo die ganzen Gruppen getrennt gewesen sind und ja, Seth und Seth und so dann in der Kanalisation rumgelaufen sind, während da Keim und Sarah sich eine gemütliche Zeit in diesem Eiskristall da gemacht haben. Da hat ja, dem Keim halt ein bisschen was an Erfahrung gefehlt. So, ich habe keine Ahnung. Also vorhin ist mir mit Kukian perfekt gelungen. Da hat sie nichts geklaut. Gerade eben hat sie auch nichts geklaut. Also ich hoffe, dass ihre Chance, den Gegnern irgendwas abzunehmen, dass die nicht generell geringer ist. Das wäre nämlich irgendwie minimal nervig, um das mal harmlos auszudrücken. Aber gut, wir wollen ja jetzt nicht rummosern, sondern erfreuen uns einfach an dem, was wir hier noch an Verbesserungen mitnehmen können. Und ich weiß auch gar nicht, wohin uns unsere Reise dann führen wird, wenn ich hier durch bin. Weil uns steht ja nach wie vor im wahrsten Sinne des Wortes fast die ganze Welt zur Verfügung. Oder die Welt liegt uns zu Füßen. Das trifft das dann wohl eher. Ja, und jetzt haben wir den Punkt erreicht, wie bereits zu erwarten war, ne? Dass die ganzen Sterblichen, und da hat auch Dings jetzt was Neues erlernt, Kug, dass die ganzen Sterblichen jetzt wahrscheinlich immer riesengroße Sprünge jedes Mal nach vorne machen werden, während die Unsterblichen da jetzt nicht mehr so den riesigen Mehrwert mit rausnehmen. Ah, ich bin am Überlegen, ob ich nicht ja, komplett die ganze Truppe voll mit den Sterblichen bepacken soll. Aber ich habe Angst wegen diesem Versteinerungseffekt, ne? Also wenn ja, die dann einmal ausholen, dann haben wir hier kaum noch Leute zu heilen. Deswegen sind wir, glaube ich, mit der Quote mindestens zwei Unsterbliche noch beizubehalten. Eigentlich auf der sichereren Seite. Wartet mal, Ming lernt doch jetzt auch noch was, ne? Achso, die hat das Freiheitsband. Ja, okay, das dauert jetzt halt eine Weile. Aber die müsste eigentlich auch bald durch sein, ne? Na, guck mal, wenn sie mit dem hier fertig ist, dann hat sie es auch. Okay, also Ming können wir jetzt, sobald sie das hier gemaxt hat, können wir sie eigentlich rausnehmen. Und Keim behalte ich jetzt eigentlich nur noch drin, weil ich ansonsten... Obwohl, wartet mal, ich könnte ja theoretisch Keim durch Seth austauschen, weil sie ja
ja, quasi die Gegner one-hittet, wenn mir ein Perfekt gelingt, was Kai momentan noch nicht schafft. Auf der anderen Seite hatte sie natürlich das Lotusblatt. Ah, das hat Holden jetzt wieder. Den Lotusring, das Lotusblatt, genau. Okay, warte mal, dann machen wir das jetzt nochmal ganz fix hier mit dem Tausch fertig. Heiliger Ring, genau, das bekommt dann im Gegenzug der gute Tolten. So, und dann schauen wir mal, wie wir damit jetzt fahren. Jetzt müssen die Kämpfer eigentlich ein bisschen schneller gehen, wenn ich mich mit diesem Zielringsystem nicht allzu blöde anstelle. Ich habe Seth mal eben noch, bevor der Kampf losging, eine Fähigkeitenverknüpfung jetzt mit einem Skill von Tolten zusammengebastelt. Das müsste sie jetzt auch gelernt haben, weil das braucht nur genau hier diese MP-Gabe, weil die hat nur 5 FP erfordert. Und Tolten hat königliche Ausrüstung erlernt. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir gleich auch mal gucken, wegen dieser Fähigkeitenverknüpfung. Bei den Items war jetzt, glaube ich, gerade nichts mit dabei, was irgendjemand gelernt hat. Ich muss jetzt sowieso nur noch auf Ming und Sarah achten, ne? Bei den anderen, die sind ja im Grunde genommen schon durch. Na gut, dann gucken wir mal, weil sie hat hier schon eine ganze Menge von Tolten gelernt. Da macht sich wieder die gemeinsame Zeit in der Kanalisation bemerkbar. Erlaubt das Ausrüsten uranischer königlicher Ausrüstung. Okay, klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist sogar irgendwie sinnvoller, obwohl Ordensvergabe verbessert die Fähigkeiten eines Gruppenmitglieds. Ach, nehmen wir mal das. Ich glaube, ich sollte generell gucken, dass ich bei allen irgendwie ja immer das Gleiche nehme, damit die gleichzeitig was lernen. Ja, ich glaube, so mache ich das auch. Dann werden sich zukünftig alle immer an dem ausrichten, was Seth gerade lernt, weil ich bei ihr jetzt noch quasi die letzten Lücken befüllen muss und ja, da ein bisschen schauen muss. Ach nee, nicht Konter, ich bin ja hier bei Mademoiselle Ming. Die kann gerne mentale Stärke nehmen, die kann gerne Autobarriere nehmen. Zwei Zubehörteile brauchen wir jetzt nicht. Spezialzubehör. Da weiß ich immer noch nicht, was das sein soll. Hab ja immer noch irgendwie gedacht, dass es um diese königliche Ausrüstung geht, aber da Tolten jetzt dafür so ein extra Ding freigeschaltet hat, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Magie, Verteidigungsverstärkung und Antischwindel würde ich ihr gerne noch mit auf den Weg geben. Das hat sie, glaube ich, nicht genau, weil sie ist gerade eben damit schon wieder behelligt worden und ich dachte eigentlich, sie wäre dagegen immun, aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, Heilung ist erstmal nicht notwendig. Schön ist übrigens auch, dass Cook jetzt wieder Gorgonenmasken klaut. Ja, das ist ja bei den ersten Versuchen, die wir uns gemeinsam angeguckt haben, irgendwie nicht so gelungen. Aber es funktioniert. Sie hat sogar jetzt in dem Kampf einmal so ein Zeug geklaut, als sie nur einen guten Ring hatte. Das klingt irgendwie voll komisch, oder? Als sie nur einen guten Ring hatte, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, warte. Sarah hat jetzt hier was Neues bekommen. Und ist dann auch gar nicht mehr so weit davon entfernt, glaube ich, ja, hier durchzukommen. Max MP hoch 2 ist, glaube ich, für sie erstmal gar nicht so verkehrt. Es dauert irgendwie ganz schön lange, habe ich das Gefühl bei ihr. Aber gut, sie ist ja ähnlich wie Keim auch ein bisschen länger schon aus dem Verkehr gezogen gewesen. Deswegen ist das an der Stelle auch nicht verwunderlich. Boah, also mit dem Kampf hat sich Tolten auf jeden Fall richtig unbeliebt gemacht bei mir. Da ist mir doch Tatsache mal wieder ein Perfekt gelungen mit ihm. Und das macht er, haut einfach mal volle Möhre daneben. Also das war irgendwie generell nicht so meine glücklichste Runde. Guck mal, weiße Magie Stufe 7. Mhm. Ist zwar nicht so wertvoll wie diese Items, die uns dann Schwarz- und Weiß-Magie Stufe 7 zurückgeben, aber das ist schon mal ein Anfang, weil ich glaube, wir können das momentan über Items auch noch gar nicht zustande bringen. Und schaut mal, Heilus. Sie ist damit die Einzige, die momentan Heilus zaubern könnte, ne? Und heilen hoch. Erhöht die TP-Menge, die bei allen Heilungszaubern für ein Gruppenmitglied wiederhergestellt wird.
Das ist nämlich das Thema, was das Ganze so interessant macht, wie ich finde. So, jetzt gucken wir aber erstmal, wie wir hier neu verknüpfen können und beginnen mal wieder bei Tolten. Ach, wisst ihr was, ja, wir gehen einfach von oben nach unten, oder? Dann brauche ich mir jetzt hier nicht großartig eine Platte zu machen. Dann lernt jetzt jeder das Schlaflied. Ist jetzt zwar nicht so die spektakulärste Skill, obwohl ich könnte eigentlich auch bei allen das von Cook lernen lassen, ne, was sie gerade ja bekommen hat. Das würde 30 FP erfordern, aber wir lassen das jetzt erstmal so, vielleicht in der nächsten Runde, ne, wenn ich die drei Damen wieder auf einen Nenner bringen muss, dann können wir das vielleicht darauf dann beziehen. So, hat irgendjemand jetzt hier noch irgendwas Neues gelernt? Nö, das heißt, wir können dann direkt in die nächste Runde starten. Wie sieht's mit Heilung aus? Ach, das werden die noch überstehen. Einer geht noch. Und zwei weitere Gorgonenmasken im Gepäck. Falls ihr euch in diesem Part übrigens auffällt, dass, oder ja, falls euch auffällt, dass im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche zu hören sind. Ich habe das Fenster hier offen. Habe das vergessen, irgendwie zuzumachen. Tolten hat totale Verteidigung erlernt. Oh, das sind aber gerade zwei sehr wertvolle Upgrades gewesen. Auch die Tatsache, dass Ming jetzt fertig ist, weil sie damit, ja, eigentlich mit allen Items durch sein müsste, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ich kann das Freiheitsband, ja, auch wegnehmen. Ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Können ja dann später nochmal gucken, wenn wir mit allen durch sind, wie wir dann weiter fortfahren. Auf jeden Fall, Tolten, totale Verteidigung. Das klingt sehr vielversprechend, muss ich sagen. Hebt für eine Weile jeden Schaden auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist sogar relativ gut, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir werden jetzt erstmal, obwohl, warte mal, ich werde mal hier direkt die kleine Kuh zum Heilen verwenden. Und mal gucken, wie viel Heilung wir jetzt überhaupt benötigen. Ach, so tragisch ist das eigentlich gar nicht. Na gut, dann gucke ich mal nach der nächsten Beute. Und bin auch prompt fündig geworden. Ich finde das übrigens total erstaunlich, weil die Viecher total gerne wieder auf Kuh losgehen, ähnlich wie in dieser brennenden Höhle da damals. Aber sie irgendwie versteinert sie nicht, obwohl eigentlich, oh, okay. Obwohl Tolten eigentlich derjenige ist, der dieses, diesen Medusa-Kopf hat, der das irgendwie unterbindet, itemseitig. Okay, bisschen was ist ja jetzt hier passiert. Ich glaube, Sarah hat jetzt beide Sachen komplett durchgelernt. Das heißt, wir werden jetzt hier so ein bisschen uns nach Resten umschauen müssen und gucken, was wir jetzt hier noch irgendwie umhängen können. Ja, so ein paar Sachen sind jetzt hier noch mit drin. Ich glaube, Kompositmagie ist gar nicht so verkehrt. Warte mal, ich gebe ihr mal zwei Sachen, die 20 erfordern, weil dann wird sie wieder zeitgleich mit beiden fertig und dann brauchen wir wieder vielleicht einmal weniger ins Menü zu gehen und können jetzt hier allerdings schauen, wie wir weiter fortfahren möchten. Und ich würde echt sagen, wir bringen erstmal allen die weiße Magiestufe 7 bei. Obwohl, ey, irgendwann wird doch das Item mit... Ach nee, ich mach das nicht mit der... Wir machen jetzt hier mit Tolten weiter. Und zwar bringen wir jetzt eben die totale Verteidigung bei. Weil irgendwann wird das ja kommen, ne? Und ich habe dann lieber so ein paar Sachen, die so ein bisschen experimenteller sind, ja, wo ich vielleicht irgendwann davon profitieren kann. Und das wird schon wieder ein heilloses Durcheinander sein, dadurch, dass wir jetzt hier wieder die ganzen Sterblichen und Unsterblichen so durcheinander hin und her schieben. Das ist eine Zeit lang echt homogen gewesen, aber da müssen wir durch. Das ist ja nur zu deren Besten. Irgendwann gehen wir nämlich total gestärkt hier raus, so der Plan. Boah, ich muss Seth unbedingt Konter geben. Das habe ich mir irgendwie ein paar Kämpfe vorher schon auf die Fahne geschrieben und das irgendwie nicht umsetzen können. Also Cook braucht nicht mehr lange, bis sie bei Level 48 ist. Das heißt, sie können wir dann bald... Oh, Zauberzeitreduktion 2. Das ist doch mal mehr als wichtig für uns. Ich meine, die Einzelvariante haben wir schon. Und gerade für unsere Zauberinnen dürfte das ja einen sehr bedeutenden Faktor ausmachen. So, ich weiß gar nicht, Sarah hat jetzt hier nichts erlernt, ne? Was war denn das gerade? Hab schon wieder voll vergessen. Aber mit Tolten sind die ja auch noch nicht durch. Nee, okay, die totale Verteidigung braucht noch zwei Kämpfe. Ja, genau, aber den Konter wollte ich hier noch mit reinsetzen. Hä, den hat sie doch.
Dann hatte ich aber einfach nur Pech gehabt, weil ich habe hier schon zweimal erlebt, jetzt hier während dieser Aufnahme, dass sie ausgewichen ist und dann aber nichts zurückkam. Ey, guckt euch mal unser Gold an. Über 40.000, die wir, glaube ich, alleine in dieser Höhle erbeutet haben. Das ist doch der Wahnsinn. Ich bin gerade sogar ernsthaft am Überlegen, ob ich dann später nicht vielleicht noch am Ende dieser Folge oder so nach Roza gehen sollte, um das Geld da irgendwie auszugeben. Also das wird in euren Augen wahrscheinlich wieder total die hirnrissige Idee sein. Ey, guck mal, in welchen kurzen Zeitabständen die Leute jetzt wieder ein paar Sachen lernen. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Da zeigt sich auch, dass es sich doch gelohnt hat, das auf diesem Wege hier anzugehen. So, warte mal, was ist denn das überhaupt, was er jetzt kann? Rundumtreffer fügt allen Feinden Schaden zu. Ja, holla, die Waldfee. Ein Kampf noch, dann sind die, glaube ich, fertig mit dem Tolten-Lernzeugs und so. Das heißt, wir werden dann vielleicht auf diesen Rundumtreffer auch ausweichen können. Ach, Leute, ich bin so blöde. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Vielleicht ist euch das schon viel früher aufgefallen. Aber es ist klar, dass ich nicht mehr so viele FP bekomme wie vorher, weil ich doch Seth nicht mit dabei habe, der ja diese doppelten FP immer noch als Skill mit drin hatte. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch, dass ich das ja nie von ihm gelernt habe, weil ich das für mich ja ein bisschen niedriger priorisiert habe, ne, mit der Begründung damals, vielleicht erinnert ihr euch noch, ja, habe ich davon jetzt irgendwie nischt und ist irgendwie ein bisschen blöde, ne? Ist mir aber gerade eben so bewusst geworden. So, Rundumtreffer. Daran werden wir jetzt ein bisschen länger sitzen, bis wir das gelernt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu überhaupt noch kommen. Denn so langsam müsste Max eigentlich auch in die Runde kommen. Und Jensen steht ja auch noch in den Startlöchern. Ich will aber, dass beide noch auf Level 48 kommen. Dann wird es hier den nächsten Tausch geben an der Stelle. So, Ming und Sarah brauchen jetzt definitiv neue MP. So, Cook ist jetzt auf... Ach, Mist, Holten braucht noch einen. Okay. So, Sarah ist dafür jetzt mit ihren beiden Items durch. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal gucken, dass wir ihr irgendwas Neues geben. Und dann schauen wir mal weiter. Habe ich noch irgendeinen 15er, den sie vielleicht noch nicht voll hat? Oh, hier sind ein paar Sachen. 20, 20, boah, nur 20er. Okay, nee, dann geben wir jetzt zwei 20er. Das ist dann, glaube ich, einfacher für die Übersicht. Und dann können wir jetzt hier einmal die gute Kug austauschen. Ich muss dann aufpassen, dass ich ihr den Ring dann auch wegnehme, um den dann weiterzureichen. Und dann nehmen wir Max mit ins Boot, der wahrscheinlich auch ein paar interessante Sachen noch lernen wird. Aber erstmal einmal hier so, zack. Und dann können wir das noch wegnehmen. Und dann wird Max unser neuer kleiner Mini-Dieb werden. Und ich glaube, einen Ring brauche ich ihm eigentlich gar nicht zu geben. Vielleicht allerhöchstens, um irgendwas... oder ein Item. Ach nee, komm, lassen wir das. Lassen wir das. Kuka hat das auch überlebt, also wird er das erst recht schaffen. Er ist ja ein bisschen widerstandsfähiger als seine Schwester. So, dann werden wir darüber hinaus ein bisschen was verteilen. Magische Medizin, das ist aber, glaube ich, die ganz schwache. Kann das sein? Ja, okay, das ist ja mal richtig erbärmlich von der Menge her. Bringt uns ja quasi überhaupt nichts, aber ja, erstmal besser als nichts. Muss erstmal für ein paar Kämpfe reichen. So, und wenn mein Plan jetzt aufgeht, dann müssten eigentlich, also Tolten müsste dann Stufe 48 erreichen, genau. Und es müssten unsere ganzen Leute, nee, okay, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Max hat immerhin Standhaftigkeit erlernt, aber ich dachte eigentlich, dass wir jetzt den Rundumschlag allesamt, ah nee, warte mal, das waren 30 FP waren das, ne? Ja, das würde, glaube ich, etwas länger dauern. Warte mal, ich will jetzt hier mal kurz gucken, wie weit die jetzt sind. Boah, 10 von 30, alles klar. Ich würde mal sagen, Tolten wird jetzt weichen. Und ja, damit starten wir offiziell die letzte Runde, indem wir Jensen noch mit reinholen, von dem ich mir auch eine ganze Menge erhoffe. Der wird wahrscheinlich so das Schwarzmagie-Pendant für Cook darstellen. So, warte mal, hatte Tolten, hatte der irgendwie, ja, den Medusas Kopf hatte er und den Heiligen Ring.
Den Heiligen Ring, den wird dann erstmal wohl niemand verwenden, aber wir können ihm hier Medusas Kopf geben. Ich habe es gerade gesehen, da oben. Sehr schön, dann ist er dagegen erstmal immun. Und dann müssen wir gucken, von wem wir jetzt wieder lernen. Ob wir jetzt direkt Jensen nehmen. Ich würde ja fast sagen, dass Max momentan, glaube ich, ein bisschen spannender ist. Reduziert den SZ-Verlust bei kurzzeitigen Angriffen. Walla, erhöht SZ. Okay, das wird, glaube ich, unser Otto-Normalkämpfer so erstmal nicht brauchen. Was hat denn Jensen noch so? Ja, okay. Das ist aber immerhin besser als alles, was wir jetzt sonst so an Alternativen haben. Das heißt, bitte alle einmal Standhaftigkeit erlernen und ja, wer weiß, vielleicht nützt uns das ja irgendwann nochmal was. Das wird sich dann zu gegebener Zeit noch zeigen. Ich begebe mich mal auf die Suche nach weiteren Gegnerchen. So, Meg und Sarah sind wieder out of MP, also fast zumindest. Habe jetzt ehrlich gesagt nicht so genau darauf geachtet, wie viel Schaden Jensen mit seinen Feuerer und hast du nicht gesehen macht. Aber ich glaube, das war schon ganz gut. Und direkt hat er was gelernt, und zwar sanfter Regen. Das klingt irgendwie total schön. Also so wie warmer Regen und hat irgendwie, als ob das irgendwie so einen Heileffekt hätte oder sowas. Teilt absorbierte TP oder MP beim Angriff mit allen Verbündeten. Verstehe ich nicht. Heißt das, dass man selber dafür erstmal so einen Absorptionsangriff starten muss, damit dieser Effekt eintritt oder wie? Bin mir gerade irgendwie nicht ganz sicher, wie man das einordnen soll. Aber ja, ist ja auch erstmal nicht so wichtig, ne? Die Diebstahlquote von Max gibt etwas Grund zur Klage, wenn ich das mal so sagen darf. Also mir gelingt relativ häufig dann perfekt und trotzdem kommen da relativ wenig Gorgonenmasken bei rum, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Keine Ahnung, ob das mit irgendeinem bestimmten Statuswert zusammenhängt oder ob ich bei ihm gerade einfach nur temporär Pech habe, kann ich mir gerade so nicht erklären. Ach, und Jensen, um die Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, kommt ja auch locker auf über 1000 Schadenspunkte. Also der nimmt sich echt überhaupt nichts mit den ganzen, mit unseren ganzen Magierweibern, was mich auch etwas überrascht, muss ich sagen. Und Max hat Geistmagie Stufe 7 erlernt. Kein blassen Schimmer, was auf Stufe 7 da noch auf uns wartet, aber das werden wir uns gleich mal anschauen. Zuerst bekommt Lady Sarah aber ein paar neue Items spendiert und ja, viel steht jetzt erstmal nicht mehr zur Auswahl. Haben wir noch einen anderen 20er? Ich glaube, das ist das letzte Item. Keine Ahnung, ob ich mich da jetzt verguckt habe, aber ich glaube, wenn sie damit durch ist, dann ist sie mit allem durch. Das begrüße ich doch sehr. So, warte mal, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, Zauberbuch, genau. Geistmagie Stufe 7. Er kann Schattennuss zaubern. Das ist, glaube ich, relativ geil und wirkt zufällige Geistmagie. Wie zufällig? Also irgendwas von all dem, was jetzt hier ist, oder was? Oder, warte mal, wie ist denn die Beschreibung bei Spiel gewesen? Fügt einem Feind, ach so. Ey, das ist ja blöd. Ist ja richtig blöd. Also ist das nicht mal in irgendwelche Kategorien unterteilt, dass man sagen kann, das ist immer ein Geistangriffszauber oder irgendwas? Da ist es ja fast ein bisschen undurchsichtig. Vielleicht werden wir das zu gegebener Zeit trotzdem einfach mal dem Interesse halber ausprobieren, mal schauen. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass wir diese doppelten FP nicht haben. Weil, sind wir mal ehrlich, ist ja irgendwo irgendwas Motivierendes muss uns ja noch bleiben, wenn wir nach diesem Ort hier fortfahren. Guck mal, Stufe 7, Schwarzmagie. Und wenn wir wissen, dass wir wenigstens noch von den Sterblichen ein bisschen was lernen können, dann ist da immer noch so eine gewisse Grundmotivation mit dabei. Und ich denke mal, das ist nicht verkehrt, wenn wir da noch so ein paar Lücken haben, die wir dann im Rahmen des Hauptspiels ja, weiter ausfüllen können. Ja, der kleine Max wurde zwischenzeitlich wieder versteinert. Also, falls ihr euch wundern solltet, wenn wir das nächste Mal im Laden sind, warum ich einen Steindorn weniger habe, als ihr hier zuletzt gesehen habt. Aber er hat die Erfahrung noch bekommen und das ist das Wichtigste. Und wir sind alle mit Standhaftigkeit durch. Das heißt, wir können uns jetzt wieder umorientieren und mal gucken, was wir denn als nächstes verknüpfen möchten. Bei Max könnte man über Geistmagie 7 nachdenken.
Boah, ey, das braucht aber auch lange hier. Also, das ist nicht mal eben so schnell nebenher gelernt. Haben wir bei Jensen noch irgendwas? Sanfter Regen braucht auch eine ganze Menge. Boah, okay, also wirklich Kleinigkeiten haben wir jetzt hier nicht mehr. Deswegen tendiere ich gerade am meisten zu Valla. Achso, Valla hat sie schon. Na gut, dann sollten wir uns jetzt hier vielleicht aufsplitten. Dann bekommt sie halt die Geistmagie. Und sie kann sich das dann im Grunde genommen aussuchen. Ist ja jetzt letzten Endes auch egal, wenn die anderen beiden ebenfalls unterschiedliche Skills haben. Dann kann sie von mir aus den Machttreffer erlangen. So, ich glaube sowieso nicht, dass die irgendwas davon noch lernen werden, weil wir sind mit Max und auch mit Jensen ja eh bald durch. So, damit werden auch die geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem 40er-Bereich wir uns jetzt befinden. Ja, je nachdem, wen man jetzt betrachtet, 2 bis 3 Kämpfe. Und dann sind wir hier auch fertig mit der Ecke. Also ich weiß nicht... Oh, guckt mal, Max hat 3 Combo erlernt. Alter Verwalter, ey. Wie hoch geht das denn bitte noch? Ey, das ist ja auch nicht verkehrt. Wusste gar nicht mehr, dass es hier auch so eine 3er-Combo gibt. Ey, guck mal oben mittig auf die Zeit. Wir sind bei genau 50 Stunden. Was wollte ich denn gerade machen? Ach ja, hier Sarah, die hatte ja hier ja aus ihr Accessoire-Gedöns fertig. Und wir sind, man mag es kaum glauben, wir sind Tatsache durch, liebe Leute. Das ist doch echt der Wahnsinn, oder? Wie schnell das ging. Also klar, schnell, es hat ein paar Folgen gedauert, aber wenn man überlegt, dass wir das alles an einem einzigen Ort hinbekommen haben, dann ist das schon relativ erstaunlich und auch relativ zeitsparend, wie ich finde. 3 Kombo, greift einen Feind 3-mal hintereinander an. Holla, die Waldfee. Also ich glaube, das wird für den einen oder anderen Charakter aus unserer Truppe gar nicht mal so schlecht sein, wenn die das auch könnten. So, für knapp einen Kampf reicht das jetzt noch mit den MP. Eigentlich sogar nicht mehr, aber ich bin gerade irgendwie... ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal befüllen soll bei Ming und Sarah. Aber ich glaube... Okay, mit Antistarre ist sie auch durch. Super. Okay. Ich glaube, Sarah war ja eh das diejenige, die noch am meisten Bedarf hatte, was diese Lernerei angeht. Das heißt, ich kann... im nächsten Part direkt schon, also offscreen im Vorfeld schon die ganzen Skills und alles verteilen und anpassen. Das wird bestimmt auch nochmal interessant. So, und damit, liebe Leute, ist der wahrscheinlich letzte Kampf hier für diesen Ort erstmal vollzogen. Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Bock mehr. Klar, Max und Jensen sind jetzt nur in Anführungsstrichen bei Level 47, aber, Sarah, ach so, macht, ich wollte gerade sagen, hey, die hatte doch gerade kein Item ausgerüstet, aber das hat sie ja von Max quasi adaptiert. Ich lasse mal die Kampfkonstellation trotzdem erstmal so, einfach nur für den Fall, dass, boah, ey, wir haben über 60.000, ey, ist der Wahnsinn. Ja, einfach nur für den Fall, dass wir jetzt doch noch in einen Kampf verstrickt werden sollten, was ich nicht hoffe, weil ich bin hier teilweise so lange rumgelatscht, ohne dass ich irgendwie einen Kampf bekommen habe. Ey, da ist so viel Zeit flöten gegangen. Also ich nehme jetzt für diesen Part, ich weiß ja nicht, wie viel ich am Ende zeige, aber ich bin gerade bei 1:20 Aufnahmezeit. Ist für mich immer ganz schwer einzuschätzen, wenn sich so ein Part so aufbaut wie dieser hier, wie viel am Ende davon übrig bleibt. Aber ich glaube, zusammen mit den ganzen Laufwegen und mit den Kämpfen, die sich teilweise auch gezogen haben, wie so Kaugummi, bleibt da am Ende nicht so mega viel von übrig. Ich will es mir jetzt auf jeden Fall nicht nehmen lassen, ja, in Goza shoppen zu gehen. Ist gerade ein total wichtiges Anliegen von mir. Bin gerade am Überlegen, wo ich am besten übernachte. Ach, vielleicht sollte ich auch gar nicht übernachten. Eigentlich müsste ich aber. Warte mal, wir heilen mal erstmal sicherheitshalber hier mit Cook. Hier ist ja sowieso nicht in unserer Truppe mit drin. Da kann ich ja jetzt einfach mal ein bisschen verschwenderisch was raushauen. So, und dann brauche ich eigentlich auch hier gar nicht zu... komme ich hier irgendwie raus eigentlich? Irgendwie wieder auf die Nautilus oder so? Ich weiß gar nicht. Ich muss... Nee, ich muss auf die Weltkarte, ne, damit ich dann da wieder anlegen kann und so. Na gut, dann werden wir jetzt Ura mal eben verlassen. Ich werde den Weg jetzt mal ohne euch eben schnell bis nach Goza reisen. Ich glaube, ich bin hier voll falsch. Wie ich eigentlich euch gerade schon begrüßen... Nee, obwohl, warte mal. Ja, was ist denn Goza Ost nochmal? Warum bietet er mir überhaupt 2 Eingänge an? Das verwirrt mich hier gerade total. Ich will mal kurz gucken, wo ich jetzt hier beim Osten rauskomme.
Hoffentlich war ich da irgendwie schon mal. Oder musste ich da, wo ich gerade eben stand, die Leitern runter? Das führte dann, glaube ich, in die Unterstadt, ne? Ich glaube, ich hätte den Weg beibehalten können. Ich will trotzdem mal schauen, wo ich jetzt hier rauskomme. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ach so, okay, na hier passt das ja auch. Sehr schön. Das war nämlich der Eingang oder Ausgang, je nachdem, den ich ursprünglich angepeilt hatte. Und ich will jetzt hier wirklich einfach nur mal eben so ein bisschen Geld raushauen. Total sinnlos, wie immer. Und ich bin aber relativ guter Dinge, dass wir diesmal auch ordentlich was an Komponenten zusammenkriegen und dass ich hier vielleicht auch auf meine Wunschmenge von 30 Stück je Kompo... Mann, ey, okay, das Fenster geht aber auch immer blöd auf, so... wo waren das nochmal? Oh, jetzt beginnt das schon wieder. Beim letzten Mal habe ich entweder ganz oben oder ganz unten angefangen, ich weiß nicht mehr. Und lag da auch direkt richtig. So, da oben ist so ein lilafarbener Knubbel. Keine Ahnung, ob das jetzt so wieder das Händlersymbol ist. Das verwechsel ich ja immer ganz gerne. Also entweder sind wir jetzt hier wieder beim Gasthaus oder beim Händler. Gemischtwarenladen. Sehr schön, da wollte ich hin. Ich guck mal, bevor ich jetzt irgendeinen Einkauf tätige, erstmal, ob wir mit den Gorgonenmasken und was wir da jetzt nicht alles zusammengesammelt haben, vielleicht irgendwas anderes Schönes jetzt schon zusammenbasteln können. Ich hatte das irgendwann mal in der Geheimhöhle auch schon mal überprüft. Dabei hätte ja sein können, dass das wegen der geringen Menge letzten Endes nicht ging. So, auf den Moment habe ich mich schon ganz, ganz lange gefreut. Konnte es kaum abwarten. Und jetzt schauen wir erstmal. Ich glaube, ich bin hier im falschen Laden. Aber ich sollte vielleicht auch so umsichtig sein und mir jetzt hier erstmal das voll kaufen, was ich sowieso immer schon voll kaufen wollte. Und ach, Mist, eigentlich sollte ich auch ja, einfach aus so einer gewissen Vernunft heraus hier alles auf 20 hochkaufen. Weil mit 10, wir haben das in dem einen oder anderen Kampf, wo wir mit Zustandsveränderungen zu kämpfen hatten, schon miterlebt. Mit 10 kann das schon ganz schön knapp werden, vor allen Dingen in längeren Kämpfen. Deswegen gehen wir hier mal auf Nummer sicher. Keine Ahnung, ob wir das jemals gebrauchen werden. Das eine oder andere wahrscheinlich schon. Ich gucke natürlich mit einem Auge immer nach oben, wie sich unser Profit dezimiert, ja, total deprimierend irgendwie, aber ein bisschen was wird ja am Ende wohl hoffentlich noch irgendwie übrig bleiben, auch wenn die Teile hier gerade irgendwie immer teurer werden, habe ich das Gefühl. So, sind wir damit jetzt durch? Genau, weil die Bomben, die werde ich erstmal nicht kaufen. Und jetzt gehen wir zu dem schönen Laden rüber und gucken mal, was wir hier lassen können. Ey, was für ein geiles Gefühl, endlich mal ohne hier irgendwas anderes einkaufen zu müssen, direkt bei den Komponenten anfangen zu können. So, wir machen das mal erstmal so, obwohl ich glaube, ich brauche hier gar nicht so übervorsichtig sein. Doch, ich bin übervorsichtig. Ich kaufe mal erstmal alles auf 20 hoch und wir gucken erstmal zum einen, ob das funktioniert und zum anderen, was dann noch an Geld übrig bleibt. Aber die 20er müssten wir eigentlich relativ einfach knacken, auch wenn wir hier ein paar, ja, teurere Komponenten auch mit drin haben. Sowas wie das hier. 17 Stück davon. Okay. Keine Ahnung. Monstervogelfeder hatten wir aber eine Zeit lang irgendwie immer recht regelmäßig gefunden, oder? Also mir kommt das irgendwie so bekannt vor, wie das dann immer so aufgezeigt wird. Aber vielleicht ist das auch eine von den Komponenten, die man... Boah, das hier ist teuer. Der Feierkristall. Der haut hier nämlich ganz schön viel Kohle weg. Das ist bestimmt einer von den Dingern gewesen, die für so viele Standardringe, ne, benötigt werden. Wäre jetzt so meine Theorie. Ja, Negoja kommt schon wieder voll klar mit der Steuerung. So, wow, ey, haben die hier viel Krimskrams. Kein Wunder, dass wir hier die letzten Male so pleite gegangen sind. Aber ey, guck mal, das wird sogar mit der 20er-Runde knapp. Damit habe ich ja absolut nicht gerechnet. Boah. Boah, boah, boah. Okay, ich glaube, das mit den 30, das wird nicht hinhauen. Schon allein dieses eine Teil dafür, was hat das gekostet für 550, dieser Feierkristall oder was das war? Boah, ey, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel Geld muss man denn bitte zusammensammeln, um sich das hier alles durchfinanzieren zu können? Na gut, super, dass ich nicht von oben mit 30 schon angefangen habe, sondern da ein bisschen pessimistischer rangegangen bin. Boah. Okay, also wir können echt froh sein,
dass uns überhaupt... Ey, guckt euch das mal an. Jetzt haben wir von allem mindestens 20 und sind fast unser ganzes Geld losgeworden. Ey, das ist doch mal so übertrieben, mit was für Preisen das hier verbunden ist. Dafür müssen wir jetzt aber hier ein paar schöne Sachen auch zustande bringen können. Und da will ich jetzt bitte einiges sehen, was wir vorher nicht machen konnten, wenn das irgendwie möglich ist. Wobei hier auch viele Komponenten gefordert werden, die ich da in dem Laden teilweise gar nicht gesehen habe. Bohrring, Metall. Guckt mal, unsere Metallschuppe. Erinnert ihr euch noch? Panzerbrecher Stufe 3. Ey, was für wertvolle Komponenten. Auch dieses Diamantene Erz, was wir uns ja in dieser einen Mission da in Ura verdient haben. Obwohl, das war gar keine Mission. War das nicht einfach in so irgendeiner Truhe drin gewesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das irgendwie in Ura bekommen, weiß ich noch. Da habe ich damals wieder diesen Uiuiui-Spruch rausgehauen. So, ja, fehlt uns das Exoskelett. Hier fehlt uns Weisheitsjuwel. Ich sag doch, ey, ganz, ganz viel von dem, was hier gewünscht wird. Kann man hier leider gar nicht kaufen, was irgendwie sehr schade ist, aber trotzdem hat sich das gelohnt, weil ein paar neue Sachen gibt es ja doch. Ja, guck mal, hier kommt auch unsere Gorgonenmaske zum Einsatz. Ja, super. Ich glaube, wir werden gleich nochmal von oben nach unten durchgehen müssen. Brecherring, ja, nehmen wir auch mit. Das hier sind nämlich so diese ganzen Standardringe, die, glaube ich, auch immer relativ viele Komponenten wegfressen, ohne dass man das so direkt registriert. So, sind wir denn jetzt durch? Ich glaube schon. Aber Wahnsinn, oder? Ey, fast 50.000, nee, sogar über. Wir haben sogar über, weit über 50.000, fast 60.000 ausgegeben. Nur, um jetzt hier so ein paar Ringe herzustellen, die ich wahrscheinlich sowieso nie tragen werde. Also ja, ich kann schon verstehen, dass einige dann sagen, na, voll die Geldverschwendung und hättest du dann mein Geld, dein Geld besser aufgehoben und so. Aber ich finde das total toll. Ich mag das, wenn sich die Liste nach und nach so ein bisschen... Ah, okay, guck mal, das war es dann auch schon. Schade eigentlich. Jetzt sind wir wieder bei 11 mickrigen Goldstückchen. Ich bereue trotzdem nicht, was ich getan habe. Ich bin froh über diesen Einkauf. Das heißt, wenn wir das nächste Mal nämlich Geld bekommen, denn in nächster Zeit werden wir wahrscheinlich keine Ringe zusammenbasteln. Wenn wir das nächste Mal Geld bekommen, dann können wir... brauchen wir nur noch so ein paar Lücken aufzukaufen und so ein paar Lücken zu vervollständigen. Und das ist ja auch eine feine Sache. Und jetzt weiß ich ja, wie ich mit Hilfe von diesem komischen Expertenring auch eine ganze Menge ohne großartige Mühe klauen kann. Also wenn die Gegner nicht allzu ätzend sind natürlich. So, ist bei dir jetzt irgendwas Neues noch? Ah, du schon wieder. Dank deiner Investition konnte ich etwas gewinnen. Allerdings hat es nicht gereicht, um die Kosten zu decken. Nein, ich habe so wenig Geld jetzt. Nein. Ich hoffe, ich verkacke mir nichts. 100, ich habe gar nichts mehr. Warte mal, ich gehe mal hier erstmal raus. Okay, der hat auf jeden Fall nicht gesagt, irgendwie, ich bin jetzt tot traurig oder sauer oder hast du nicht gesehen. Ich hätte natürlich im Laden noch gucken können, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt... Ach, aber egal, oder? Obwohl, nee, das mache ich jetzt noch. Ich glaube, das könnte so langsam... Ich nehme jetzt schon über 1,5 Stunden auf. Also ich glaube, die Folge wird so ein bisschen Überlänge haben, befürchte ich fast. Ich kann das, wie gesagt, nicht einschätzen. Wenn es darauf hinauslaufen sollte, dann bleibt das aber eine Ausnahme. Weil ich wollte für Lost Odyssey eigentlich keine XXL-Folgen bringen, wenn es nicht unbedingt zwingend notwendig ist, ne? Also wie jetzt halt, jetzt wäre es irgendwie blöd, einen Cut zu machen für zwei Parts, die sich einfach nur mit so optionalem Gedöns auseinandersetzen. Ah, guck mal, so unsinnig war das gar nicht, hier nochmal zurückzukehren. Also für die beiden Waffen sind wir zwar jetzt nicht reich, aber ein bisschen was haben wir jetzt an Kohle bekommen. Und das kann ich direkt auch wieder in diesen Typen investieren. Und irgendwann müsste diese Mission, also diese Nebenquest hier mit dem Geldleihen eigentlich auch vorbei sein. Ich weiß nicht, ob man ihm eine bestimmte Geldmenge zur Verfügung stellen muss oder ob man eine bestimmte Stelle im Spiel erreichen muss. Ich tendiere aber ganz stark zu ersterem. Um das Ganze hier abzuschließen letzten Endes. Ne? Vielleicht wird das sogar jetzt schon passieren, wer weiß. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen ambitioniert hinterher gewesen, das noch einzutreiben. So, dann schauen wir mal. Ja, Gold bekommst du und zwar gleich 1000. Oh, danke, ich werde dir Vermögen einbringen. Warte ab. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Und damit haben wir den nächsten Schuldschein.
So, okay, und er will mich jetzt wieder glücklich machen, nachdem ich mich hingesetzt habe. Alles klar. Oder auch nicht. Ich hoffe, dass wir bei dem nächsten Besuch hier in großer Tatsache irgendwie entlohnt werden. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit einem richtig, richtig, richtig dicken Batzen Geld entlohnt werden, was natürlich ja auch so ein bisschen entschädigen würde für die ganzen Widrigkeiten und so. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, was wie die Belohnung ausfällt. Ich weiß nur, dass man diese Quest irgendwie zu Ende bringen kann, aber da hört es dann auch schon auf. Aber wie gesagt, so aus dem logischen Kontext heraus wäre so eine Geldbelohnung gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, damit geht eine sehr ungewöhnliche Folge zu Ende. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Einschalten und wir werden in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr zu Gesicht bekommen und auch ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen mehr Abwechslung mit drin haben und werden uns Gott sei Dank nicht mehr in die geheime Höhle hinbegeben. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.